Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Oh mein Gott, ich habe so lange keine Videos gemacht und dann begrüße ich euch so im Schlafanzug, ungeschminkt, an einem Samstagmorgen. Ich glaube, wir haben irgendwas 9. Ja, kurz nach 9. Ja, wir sind schon in Putzstimmung und haben schon angefangen zu putzen. Und ich dachte mir, ich nehme euch ein bisschen mit. Nur ganz kurz, warum wir so lange abwesend waren. Hallo Sunny. Es war einfach viel zu viel zu tun. Also bei uns ist alles in Ordnung, wirklich. Aber die Arbeit hat uns beide sehr eingespannt. Ich war auf einer mehrtägigen Schulung, auf einem Seminar. Und ich hatte einfach zeitweise auch keine Lust, weil ich nicht wusste, was ich filmen soll. Dann war ich krank, zweimal richtig, dann waren die Kinder krank, dann war Sascha krank. Also alles so hintereinander weg, war alles krank. Und Sunny gibt sich gerade Mühe, Aufmerksamkeit zu bekommen. Ja, warte, was hast du denn da? Zeig mal dein Äuglein. Ja, auf jeden Fall hatten wir wirklich viel zu tun. Ja, Baby? Oh Gott, du bist so süß. Kuckuck. Man darf natürlich auch nicht vergessen, wir haben einen Welpen. Das ist, glaube ich, so der Hauptgrund, warum wir uns nicht gemeldet haben, glaube ich. Also dieser Hund nimmt, er ist nicht, also wirklich nicht anstrengend oder so, aber es ist trotzdem viel Arbeit, einen Welpen zu haben. Und ich kann euch auch gleich zeigen, warum. Wir gehen natürlich regelmäßig in die Hundeschule. Das kam auch noch dazu, dass wir zweimal die Woche in die Hundeschule gehen. Und es bleibt einfach irgendwas immer auf der Strecke liegen. Und das war leider YouTube. Da ist der kleine Übeltäter. Guck mal. Sag mal, wie groß du schön geworden bist. Ich weiß nicht, wann wir ihn das letzte Mal hier gezeigt haben. Ich glaube, da war er noch viel, viel kleiner, glaube ich, oder? Jetzt ist er schon fast so hoch wie Skaya. Und da ist die Skaya. Ne, Baby? Guppi. Hallo! Lea deckt jetzt den Tisch. Wir frühstücken. Wo ist diese Brotschale? Außer nicht, wir haben nur 4 Brötchen. Okay. So, ich habe jetzt mal hier durchgewischt. Zweimal. Wohlbemerkt. Man muss hier immer mindestens zweimal wischen und der Boden ist immer noch nicht ganz von Hundematschpfoten befreit. Küche trocknet noch. Dem habe ich was zum Bestechen gegeben, damit er nicht immer durch das Nasse latscht. Das macht er nämlich wahnsinnig gerne. Ja, Sascha ist kurz beim Friseur und ich werde mich jetzt mal anziehen. Halt das mal suchen. Meins. Meins. Das ist meins. Gleich gehen wir spazieren, hm? Baby. Kuba wiegt übrigens 14 Kilo. Schon 14, aber da fehlen noch gut und gerne das gleiche nochmal. Also das, was er jetzt hat, nochmal verdoppeln, auch von der Größe her. Meine Mutter hat ja zwei. Meine Mutter hat ja schon den großen, den Rio, und den kleinen, den Shane. Und wenn die zwei nebeneinander stehen, sieht man wirklich, dass die gerade genau halb so groß sind wie der Rio, der große. Es ist wirklich Wahnsinn, was da noch an Hund kommt, aber ich freue mich da richtig drauf. Nissan-Tag? Mau! Jetzt gehe ich mal kurz ins Bad und mache mich fertig. So, fertig, angezogen. Hab jetzt nur ein Hoodie und einen Pulli. Das ist kein Hoodie, hat keine Kapuze. Und eine Jogginghose an, jetzt noch schnell Socken. Geschminkt bin ich schon mal, Haare habe ich schon mal gemacht, weil wir fahren nämlich heute auch noch zu Freunden. Und zu Ikea. Aber was wir da machen, sage ich euch in einem anderen Video, den wir denn wir ändern das Schlafzimmer. Wir haben auch schon ganz, ganz viel gemacht. Seht ihr aber in einem separaten Video. Sieht schon sehr schön aus. Der liegt immer noch da. Hast du es geschafft, Bibi? Ja, jetzt die letzten Reste noch. Freust du dich? So, wir sind jetzt mit Cooper. Wo ist er? Gar nicht da. Fahren wir jetzt hier an. An so ein Feld. Kann man hier stehen bleiben? Nee. Achso. Wir fahren jetzt auf so ein Feld, da waren wir mit der Sky ja auch schon mal. Guck mal, hier ist auch wieder mein zukünftiges Auto.
Genau, wir gehen jetzt hier so ein bisschen spazieren. Meine Güte, ich bin richtig raus aus dem Video drehen. Ja, fein. Fein gemacht. Guck mal. Hat er das verloren? Ich glaube schon. Guck mal, hier. Das ist ein neues. Süß. Oh, da war irgendwas. Fein, Bibi! Wo ist der Ball? Er bringt. Bring her! Naja, fast. Feiner Junge. Hast du fein gemacht? Okay, spielen! Spielen! Und warte. Warte. Da hinten sind zwei Hunde und Cooper bleibt hier und er kommt auch immer mit. Er findet es interessant, aber er geht nicht hin. Ne, Bibi? Komm her. Super. Fein gemacht. Ich hoffe, das bleibt so. Ich glaube, in der Pubertät wird das nicht so funktionieren. Aber wir üben viel, ne? Dass das so bleibt. Was ist da? Ja, ich habe dich nicht aufgelöst. Du darfst da nicht hin. Was meinst du denn da? Boah, hast du gesehen, wie die sich jetzt erschrocken hat? Ich habe so Angst davor, dass sie irgendwann sich nicht mehr bewegt. Aber dann bist du wenigstens hier eingeschlafen, ne, Dicke? Ja, schön auf dem Sofa, ihr zwei. Ihr seid ein paar Schweine. Hier ist nichts drauf gerade. Kuba hat ein Knöchelchen. Und er will es eigentlich gerne verstecken in seinen Korb, aber ich habe die abgezogen beide, weil die echt dreckig waren. Wirklich dreckig. Und guck mal, was Sascha Kuba gekauft hat. Er hat ihm ein Stöckchen gekauft. Kuba liebt Stöcke, wirklich. Und es gibt nichts Gefährlicheres als Hunde, die mit Stöcken spielen. Und da hat er dann so geguckt, was es da so gibt. Und dann hat er das Ding hier gefunden. Ich weiß nicht, wie das heißt. Chuck It Ultra. Also das ist quasi wie ein Stock. Das sah jetzt falsch aus. Ne? Das sah falsch aus. Es ist auf jeden Fall so ein Gummi-Kautschuk-Ding. Er kriegt es auf jeden Fall nicht kaputt. Und er liebt dieses Teil wirklich sehr. Was machst du da? Guckt euch den mal an. Ich kann wirklich keinen Meter gehen, ohne dass der an mir klebt. Du bist ein Stinker. Und du auch. Naja, auf jeden Fall haben wir jetzt das hier als Stockersatz. Das waren deine Krallen. Sky, bitte auch. Hat keinen Bock. Sky spielt nicht. Wir sitzen im Auto, unschwer zu erkennen. Der Herr hat wieder seine Sonnenbrille ausgepackt. Das ist schon soweit. Wir sind jetzt gleich da. Wir fahren nämlich kurz zu Ikea.
und danach zu Freunden mit Tiramisu und Blumen im Gepäck. Die Kinder sind bei Oma, Opa und wir genießen einfach den kinderfreien Abend, ne? Was? Gar nicht. Was? Ja, wir spielen natürlich wieder Rummikub. Bist du bereit zum Verlieren? Ich nicht. Ich auch nicht. Ich habe letztens gewonnen. Ich glaube nicht. Doch. Ich habe gewonnen. Ich habe auch gewonnen. Haus hoch, sagt er. Naja, auf jeden Fall fahren wir jetzt erstmal kurz zu Ikea. Ist ja nichts, ne? Zum Seitenspiel. Ja, noch nichts. Nee, soll ich eins weiterfahren? Nee. Doch, ist besser. Hä? Oh, habe ich schon mal erwähnt, dass mir immer kotzeübel wird, wenn der Auto fährt? Nein, noch nicht immer. Doch, immer. Also, bei Ikea. Ich zeige euch auch später, was es geworden ist, wenn wir was finden. Und ich will eine Zimtschnecke haben, weil ich esse kein Tiramisu. Oh, da kann ich mir direkt zwei mitnehmen. Kann ich die nachher essen, wenn ihr Tiramisu esst? Hol ich mir Zimtschnecken. So, wir sind bei Ikea gelandet und haben auch schon einiges drin. Sascha freut sich. So, wir sind jetzt aus dem Ikea raus. Es war unmöglich dort zu filmen, weil einfach so viel los war. Aber ich habe meine Zimtschnecke auf meinem Knie liegen. Die ist sogar noch warm. Oh, so lecker. Und jetzt fahren wir. Wie lange? 2 Minuten? Eine Minute für unseren Freunden. Und Sascha hatte noch einen Hotdog. Was habe ich gesagt? Einen Rolltreppen-Hotdog. Eine Rolltreppenlänge hat das Ding gereicht. Wahnsinn. So, guten Morgen zurück. Es war gestern eine lange Nacht. Wir waren um 2 Uhr erst zu Hause. Beziehungsweise um kurz vor 2. Und dann hat Cooper uns um 7 Uhr schon geweckt, aber wir haben trotzdem. Ich habe ihm dann einen Kauknochen gegeben und dann bin ich wieder ins Bett gegangen. Der will halt einfach dann hoch, aber das war einfach zu früh. Das war zu wenig Schlaf. Jetzt liegt er da, Sky liegt da. Könnte ja irgendwo was zu essen runterfallen, aber ich wollte euch ja meinen Ikea-Haul zeigen. Ich habe einmal diese Tagesdecke gekauft. Die ist nämlich ziemlich lang, 2,30 x 2,50, richtig gut. Dann geht die mal über das ganze Bett drüber. Das finde ich schöner, als wenn das immer so ein Stückchen fehlt. Dann habe ich 2 Kissenbezüge noch gekauft. Das sind aber diese länglichen Kissen. Davon haben wir nämlich noch 2 und die hatten keine Hülle mehr. Die haben wir gekauft. Die gibt es übrigens nicht mehr so lange, falls ihr die sucht. Die sind so aus so einem Samt. Dann, opala, hat Sascha sich diese Schüssel hier ausgesucht mit diesem Deckel. Ich weiß nicht, was er da reinmachen möchte. Ich glaube Salat, mal zum Mitnehmen oder so. Und ich habe 2... Oh, ich kriege das noch nicht raus. Ist kaputt gegangen. Ja, super. Aber welches? Das ist kaputt. Hier. Da oben drauf. Scheiße, das darf aber doch nicht passieren. Man muss die doch ineinander stapeln können. Ja. Jetzt ist das hier abgesplittert. Schön. Toll. Naja, ich hatte mir 2 von diesen kleineren Schüsseln ausgesucht, um da auch mal so einen kleinen Cheesecake drin zu machen für eine Portion. Ja, das können wir ja dann wohl knicken. Obwohl das ist glatt abgesplittert, also muss man mal gucken, ob man das trotzdem noch... Also man kann sich nicht dran schneiden. Naja, dann habe ich mir diese Brotdose mitgenommen. Die hat so eine Unterteilung. Die ist aus Alu und hier oben so ein Gummideckel, richtig gut. Dann haben wir einmal dieses Glas hier mitgenommen. Das ist für Waschpulver. Das wollte ich nach unten packen. Und wir haben uns neue Gläser gekauft. Und zwar 6 große und 6 kleine. Das sind die kleinen Trinkgläser. Und dieselben nochmal in groß. Die waren auch recht günstig. Ich glaube, die haben 5 Euro gekostet. Und die anderen 6 Euro. Genau, das war's. Und jetzt mache ich mal meine Fingernägel. So, ich habe meine Fingernägel geschafft. Und jetzt gehe ich ins Schlafzimmer und
Mach mal das Bett und bezieh die Kissen. Oh, Entschuldigung, Sunny. Und dann bekommen wir gleich Besuch. Und zwar kommt meine Familie. Mein Papa hatte ja Geburtstag. Die meisten wissen, dass er ja vor 2,5 Jahren verstorben ist. Und wir feiern quasi seinen Geburtstag nach, weil ich zu diesem Zeitpunkt, wo er Geburtstag hatte, auf der Schulung war. Und heute holen wir den Geburtstag nach. Genau, und das soll auch das Ende von diesem Video sein. Ich bin voll außer Puste. Ich kann keine Treppen mehr laufen, ohne dass ich direkt außer Puste bin. Keine Ahnung warum. Nein, ich bin nicht schwanger. Ich mache jetzt das Bett und schneide danach dieses Video. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis ganz bald.